Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Wir haben, ja, jetzt schon wieder Abend, angefangen mit der Mauer. Und ehrlich, so gefällt es mir noch nicht ganz. Das heißt, ich breche jetzt mal alles ab, was noch nicht gebaut ist, genau. Die sieht so ein bisschen schmächtig aus. Guck mal, die brechen wir auch schnell ab. Da freut sich das Mädchen. Die sieht für mich ein bisschen, also nicht Svetia, sondern die Mauer, ein bisschen schmächtig aus. Deswegen würde ich gern die drei erstmal abreißen. Die können wir, ja, die reißen wir mal ab. So. Welcher sagt, das sieht schmächtig aus? Mir das doppelt. Der hier eigentlich, die lässt ein Tier frei. Tschüss Hund. So. Natürlich muss hier wieder das Holz anders orientiert sein. So. Das heißt, es ist erstmal doppelwendig. Dann ist die ein bisschen klein. Aus meiner Sicht. Ja, wenn wir die nur einfach mal zwei hoch machen würden. Das würde viel besser aussehen. Mit viel Glück kann ich das auch. Nee, kann ich jetzt noch nicht. Ich muss es doch einzeln markieren. Also das ist was ich nur als Tipp geben kann. Wenn ihr baut und ne, auch diese unterschiedlichen Schattierungen, macht's gleich. Ansonsten wird das jedes Mal wieder. Na, dann muss man so klicken und trifft's eh nicht. Gleich machen. Funktioniert besser. So, dann bis hier hin. Das wird bitte so rum. Kann ich das jetzt so markieren? Das wäre ja viel zu einfach, aber so geht es mit Shift-Klick wesentlich besser. Die wieder dann da hoch. Damit er ein bisschen Stütze hat. Weil die Mauer muss ja ein bisschen von der Stütze leben. Setz mir, oh Gott. Setz mir dann noch was hin und dann. Ups, ja. Haben wir gelernt, diese Zinnen sind ja auch für sowas gut. Dann nach hinten und dahin. Ich muss nur aufpassen, dass ich dann nicht die Folge Die Mauer lebt von der Stütze oder sowas schreibe. Als Folgentitel. Das wäre vielleicht nicht so sinnvoll. Ja. Genau, 7 und dann wieder 7. Klick, 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 klick. Klick. Und hier sind es erstmal nur 4. Na ja, gut.
Zack, so. Jetzt muss man ja richtig mitdenken, dann so. Nachlangen. Und mal ganz schnell bei den Wildtieren wieder geguckt. Ist jetzt nichts Neues, ne? Machen wir ja immer wieder. Ein Hund, ein Wolf. Oha. Weg von meinen Hühnern. Das sagst du ja. Wir hatten den Händler da und ich habe den komplett vergessen. Gott. Naja, gut. Der hat doch bestimmt was verkaufen. Ist daran? Verzählt. Ja, da passt das. Und 8 mal 2 ist 16. Genau, passt. Und jetzt kommt oben drauf. Wo die natürlich jetzt noch nicht hinkommen, ja. Genau, wie kommen die jetzt am besten da hoch? Erstmal die Zinnen durch und dann. Also am besten kommt man hoch mit, ja. Richtig, mit Treppen. Das wäre ja zu einfach gewesen, ne? Eine Treppe braucht natürlich wieder eine Unterstützung. Sack da hoch und ist das jetzt richtig umgedreht? Ja, nicht so, so. Aber jetzt. So, und ganz ehrlich, das sieht schon eher nach einer Mauer aus. Sagte er und schwieg. Nein, also aus meiner Sicht sieht das schon eher so danach aus, als wenn die Mauer ordentlich stabil ist. Doch, gefällt mir so mehr. So, mal gucken, wie das dann hier aussieht. Jetzt schon kannst du später. Rucksack. Beschafft Bauchressourcen, ja. Genau, lauf auf die andere Seite der Karte, um dann, naja, sie gab sich Mühe. Nee, wir müssen, genau, so, jetzt kann ich in der Zeit aber schon, wenn die da bauen, hier schon mal sagen, wie groß das Tor werden soll. Ich finde es, wenn ich wüsste, wie groß.
das rund machen. Ich rede jetzt beim Denken mit. Einfach um euch vielleicht ein bisschen mitzunehmen, wie ich mir das überlege. Und welchen Sinn manches dann hat, was ich da so zusammenklicke. Machen wir das so. Hier brauchen wir natürlich irgendwas Festes. Und rein optisch könnten wir das so durchziehen. Ich glaube, wir hatten das mit Holz gemacht, ne? Da hatten wir eine Tür drin und da eine Treppe. Blockiert. Lass die Treppe setzen, dann den Boden hin. Macht's einfacher. Na gut. So. Nächste Treppe war da. Dann wieder hier drüben auf der Seite. Okay. Wir haben mehr Schafe, sehe ich nebenbei. So, wer leidet denn? Ja gut, der hat nur Winterkleidung, das ist nicht viel. Ich sehe gerade... Die Wölfe brauchen mehr Platz für Futter. Also die Kadaver hier. Also wir müssen die alle verarbeiten. Machen wir aber derzeit wieder mal nicht. Wirklich? Hier. Ja, mit schon fünf Wölfe, ja. Ich weiß zwar nicht, was wir mit den Wölfen machen wollen, aber... Wir trainieren die erstmal, ne? Das obligatorische OP. Wir haben zwei Hunde freigegeben. Schauen nach Iltis und Wolf. Der ist weit weg, der kann uns nichts tun. Zumindest den Hühnern nicht. Und das ist lustig mit diesem langen Weg hier, den die laufen, aber ja gut. Ist aber nicht. Kann es sein, dass denen zu kalt sein kann? Und nee, die haben eigentlich nur Nahrung. Okay.
Sollte man vielleicht die Eier dann nicht wegräumen? Na, nee, doch. Ja, na, mal schauen. Wir müssen erstmal hier weiterbauen. Ein Holzfenster reingebaut. Na gut, dann wird das seinen Sinn gehabt haben. Theobald, es ist immer sinnvoll, wenn du ankommst, irgendwas bauen willst und das Erste, was passiert am Morgen, misslungen. Das zeigt mir immer, dass du der richtige Mann für diesen Job warst. Oh, die Kadaver hier, die werden jetzt zu Knochen. Das können wir jetzt so nicht ändern. Oh Gott, ist das schwer zu erkennen jetzt langsam. Hier draußen drin sind die. Warum macht es nicht gleich so? Das klingt Martin. Es tut mir ein bisschen leid, ihr seht das dann nicht so richtig. Hier hat es funktioniert. Gut, das ist eine Sache, müssen wir dann später nochmal anschauen. Jetzt können sie auf jeden Fall hochlaufen. Mal gut, so. Au, Anna. Produziert genau das Richtige. Auf jeden Fall macht sie... geht auf jeden statt. Mit 7 Trophäen sollte man dann auch hinkommen. Das reicht dann. Mal so nebenbei. Das sieht inzwischen richtig gut aus, ne? Also hier unten das Feuer. Ja, es fehlt natürlich jetzt hier Licht drin überall. Das nächste Huhn ist gestorben. Also irgendwie haben die Hühner was gegen mich. Ich finde das nicht lustig.
Jetzt kommen sie schon hoch und können auch hier schon bauen. Perfekt. Perfekt. So. Dann. Ja, gut, das Bett könnte man machen. Das wäre natürlich sinnvoll, ne? So, ihr seid jetzt alle essen. Die Prio niedrig bringt gar nichts. Ne? Ich glaube, wir brauchen auch mal Hausmeister. Transport. Mit Hausmeister, Transport, ja, brauchen wir jetzt nicht zwingen, ne? Zwingen erstmal nur auf die drei. So, eigentlicherweise müsste das so funktionieren. So, alle sind im Bett, nur Theobald, der säuft noch. Sage ich jetzt nichts zu. Material. Gut, wir haben noch jede Menge Zweige, wir haben Kohle. Das müsste mal nachgefüllt werden. Und wir haben, wie ich sehe, wieder genug Alkohol. Und Salzburg, gut. Gibt sogar einige Eisblöcke, wow. Nach und nach machen die ja auch das, was ich sage. Manchmal hören die hier, wow. Bin ich ja so fast nicht gewohnt. Ich weiß bloß nicht, was das hier oben jetzt flackert. So, das hier noch dieser Fehler, wenn was im Bau ist, ja. Und Katze, Rotwelt, Wolf. Wo schleicht der schon wieder rum? Gut, wir machen das aber so, wir lassen ihn schleichen. Denn ich weiß wieder nicht, wo wir sind. Bäume. Achso. Genau auf der falschen Seite. Einen zweiten Turm. Wir haben die Sonne entgegen. Das heißt, man erkennt nichts. Einen zweiten Turm. Der wird dort gebaut. Wir haben hier einen Eingang. Und zumindest aus meiner Sicht, muss ich jetzt immer sagen, ist die Mauer wesentlich stabiler. Das sieht zumindest für mich so aus. Ich überlege jetzt noch, ob ich das so mache. Also mit hier Zinnen hier unten. Oder ob ich das so lasse. Das ist aber noch eine Frage. Sehe ich noch nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, nee, Zinnen da unten, das macht ja gar keinen Sinn. Dann ist das kein Problem, können wir wegmachen. Ansonsten werden wir beim nächsten Mal Gas geben. Die Mauer wirklich mal ein ganzes Stück weiterziehen.
Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank für heute, fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.